Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Produkttest. Ihr wolltet von mir, dass ich mal Yanbex-Filament teste, also habe ich Yanbex angeschrieben und die haben gesagt, natürlich schicke ich dir was zu, was du testen kannst, was ich wirklich sehr cool gefunden habe, danke dafür. Und deswegen habe ich eben hier jetzt in der Hand eine Spule Yanbex-Filament PLA Blau. Zudem habe ich von Yanbex auch noch PLA Weiß und PLA Schwarz erhalten. Alle drei Filamente werden wir testen, zu jedem Filament wird es ein einziges Video geben. Wenn ihr das Filament kaufen wollt, wenn es euch gefällt, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Erwähnenswert ist, dass Yanbex Filament sehr günstig ist. Es kostet ungefähr 21 bis 22 Euro pro Spule. Und was ich festgestellt habe, ist, dass es scheinbar Yanbex Filament nur auf eBay zu kaufen gibt. Zumindest wenn ihr auf die Seite von Yanbex geht und wollt dort ein Produkt kaufen, findet ihr eine Verlinkung zu eBay. Der Hersteller, bevor ich auf das Video eingehe, hat mir einen Ratschlag und eine Nachricht an euch gegeben, was ich wirklich sehr fair gefunden habe. Und zwar wollte der, dass ich euch sage, dass Yanbex Filament mit der Zeit bei normaler Lagerung spröde wird, was natürlich ein Problem beim Drucken darstellen kann, vor allem beim Einfördern in den Extruder. Deswegen soll ich euch darauf hinweisen, dass dieses Yanbex Filament unbedingt in einer Umhausung gelagert werden sollte. Hierfür bietet sich ganz leicht einfach solch eine Plastiktüte an, die oben einen Zipper drinnen hat. Ihr steckt das Filament einfach rein und gut ist. Wenn ihr jetzt auch noch diese kleinen Trockenbeutel behaltet, die beim Filament immer dabei sind und ihr schmeißt die damit rein, solltet ihr eigentlich überhaupt kein Problem mit der Lagerung haben. Zudem soll ich auch noch sagen, dass dieses Filament hier aus der Linie 1 von Yanbex ist. Ich schätze mal, das ist so die Produktionslinie. Und es wird eine weitere Linie geben Mitte des Jahres, meiner Information nach. Auch die werde ich von Yanbex zum Testen bekommen, wo ein paar Fehler, die dieses Filament jetzt hat, hier noch behoben werden sein sollten, theoretisch. Schauen wir uns mal die Spule an sich an. Das Filament ist normal gewickelt, nicht zu gut, nicht zu schlecht, einfach ganz normal drauf. Ich hatte beim Drucken überhaupt kein Problem mit dem Abwickeln, deswegen würde ich hier jetzt keinen Kritikpunkt abziehen. Die Farbe ist PLA Blue, auf der Spule sind 1000 Gramm drauf und die Drucktemperatur ist auf 190 bis 220 Grad angegeben. Der Durchmesser des Filaments beträgt 1,75 mm. Ich schätze mal, es wird davon auch ein 2,85 bzw. 3 mm Filament geben. Aufgefallen ist mir, dass die Spule von Yanbex größer ist als die Spule von anderen Herstellern. Das kann unter Umständen ein Problem geben, wenn ihr zum Beispiel den Rankforce RF100 habt, der hinten ja bloß einen begrenzten Platz hat für die Spule. Allerdings ist praktisch der innere Bereich hier dünner gestaltet als der äußere, das heißt, wenn ihr Glück habt, passt die auch drauf. Wie gesagt, erwähnenswert ist ein bisschen größer als die normalen Spulen, die wir von anderen Herstellern kennen. Da ihr euch einen Bruchtest gewünscht habt, habe ich hier gleich mal ein Stück Filament hergerichtet. Das Filament liegt jetzt ungefähr seit ein bis zwei Wochen bei mir rum und wir gucken jetzt einfach mal, wie leicht es sich brechen lässt. Ihr seht, das Filament ist relativ zäh und bricht erst nach mehrmaligem Hin- und Herbewegen auseinander. Allerdings, wie gesagt, der Hersteller hat mich darauf hingewiesen, dass dieses Filament erst nach einer gewissen Zeit bei hoher Luftfeuchtigkeit im Raum anfängt, sehr spröde und brüchig zu werden. Dem könnt ihr einfach entgegenwirken, indem ihr das Filament korrekt lagert. Ich werde auch zur Lagerung des Filaments nochmal ein Video machen, da mir inzwischen der Platz ausgeht und ich eine etwas effizientere Lösung als die Drybox, die ich damals gebaut habe, brauche. Deswegen kommt auch dazu nochmal ein Video. Schauen wir uns mal die Druckergebnisse des Filaments an. Ich habe hier so einen Ständer gedruckt, den ich für mein Octoprint Projekt brauche, denn ich werde auch mich um das Thema Octoprint kümmern, da das auch ein Wunsch von euch war. Schauen wir uns die Druckqualität mal an. Ihr seht es hier, gedruckt ist das Ganze im i3 Mega bei 0,1 mm Schichtauflösung und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das Ergebnis ist wirklich sehr schön. Das Filament ist kein kräftiges Blau, kein deckendes Blau, sondern es ist eher so ein leicht transparentes, schimmerndes Blau, weswegen ihr bei dünnerer Wandstärke auch durch das Objekt ein bisschen durchsehen könnt. Das fällt vor allem beim weißen Filament dann auf. Die Stützstruktur ließ sich mit etwas mehr Gewalt als bei anderen Filamenten auslösen, allerdings trotzdem noch sehr akzeptabel von den Druckergebnissen her. Stabilität ist top, auch hier, da ist praktisch so eine dreieckige interne Stützstruktur drinnen. Das Ganze ist wirklich sehr stabil, macht einen tollen Eindruck und ist optisch wirklich gelungen. Ich konnte keine Probleme feststellen.
zum Thema Schichtauflösungsprobleme oder irgendwie Under-Extrusion. Das Filament wurde ganz normal bei den ganz normalen Parametern, die ich mit Simplify 3D verwende, in den Drucker reingegeben und hat sofort tolle Ergebnisse geliefert. Und zudem gefällt mir dieser Farbton auch wirklich sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach würde dieses Filament auf einer Skala von 1 bis 10 8 von 10 Sternen bekommen. Wohlverdiente 8 von 10 Sternen. Kleiner Abzug dafür, dass die Spule vielleicht etwas größer ist als die anderen und man da vielleicht eventuell irgendwie Probleme bekommen könnte und mir das Filament einfach nicht ganz so gut gefällt wie das Filament von zum Beispiel Escher Film, die wirklich geniale Filamente herstellen. Allerdings muss man hier auch wirklich hervorheben, das Filament von Yanbex kostet 21 Euro pro Spule, das Filament von Escher Film oder Rankforce zum Beispiel kostet um die 30 Euro pro Spule. Das heißt, da habt ihr natürlich auch einen Aufpreis, deswegen würde ich sagen, ist dieses Filament ein wirklich sehr gut gelungenes Filament für diese Preiskategorie und für jemanden, der nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, wirklich eine tolle Alternative, die zum Drucken verleiten und zum tollen Ergebnissen führen kann. Wenn ihr eure eigenen Erfahrungen mit mir und der Community teilen wollt, dann schreibt einfach eure Meinung zum Yanbex-Filament unten in die Videobeschreibung hinein. Ich würde mich sehr über Fragen, Wünsche und Anregungen freuen. Wie gesagt, konstruktive Kritik ist das Beste, was ich von euch bekommen kann. Das bin ich auch schon gewohnt, dass ich die von euch bekomme und ich nehme wirklich zu Herzen, was ihr schreibt und versuche das Ganze dann eben dementsprechend besser zu machen. Im nächsten Test werden wir uns dann angucken, wie sich das Yanbex Filament PLA schwarz geschlagen hat. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch eine angenehme Woche. Am Freitag geht's weiter mit dem nächsten Projekt. Wir sehen uns dann. Ciao und bis dann.